Ja, keine Zauber. Und ohne Clanburg. Ne, mit Nein, mit Clanburg. Clanburg. Ich habe keine Clanburg dabei, Ja, das ist Mann. dein Ja, Problem, wir haben es dann aber ist ein gesagt. Time-Pech. Moin, moin, meine Freunde, und willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Clash of Clans. Heute mit einigen Gästen dabei. Moin. Moin. Hallo. Ja, und zwar Mike Boss Playgeldon und Rixe Wixe. Und ja, wir machen heute die Don't Touch the Town Hall Challenge, aber in Teams. Und zwar einmal die leidgeilen Lappen gegen die wichsenden Masturbatoren. Also, wir werden sowieso gewinnen. Ja, Lappen und ich gegen Rixe und Masturbator. Timo. Genau, gegen den Masturbator. Und ja. Wollen wir denn, und will noch, ja, Rixe wollte noch der, erklären, Rixe wollte noch erklären. Ja, genau. Gewonnen haben die, die zusammen dann mehr Prozente ohne das Rathaus zu zerstören geholt haben. Genau. Jo. Und ja, wir haben und am Bartsch Ende alle. Wird natürlich die Prozente zusammengerechnet und dann, ja. Ja. Und keine Helden mit Klamburg ohne Zauber. Wir dürfen und, dann ja. maximal 10-mal skippen und keine Farmer angreifen. Genau. Das Rathaus muss irgendwo in der Base stehen. So, wollen wir so singen? Ja, können wir machen. Und können wir gerne machen. Los, ich habe jetzt schon angefangen. Pech. Oh, ja, so. Ja, auch. Weiter. Alter, ich finde heute nur fetten Loot, wirklich. Okay, ich habe einen schon, den ich nehmen könnte. Ja, yo, ich finde eine Pimmelbase, Mann. Jo, ich habe auch einen. Eine Pimmelbase. Ich habe jetzt schon mal einen gefunden. Lass ihn mal melden. Warte mal, Alter. Ich weiß nicht, soll ich den jetzt hier nehmen? Nein, nimm den nächsten. Ja, nimm lieber den nächsten, ja. Würde ich dir auch Alter, empfehlen. Nimm lieber Rathaus 10er Maxed Out, ja. Ja, hat nur Vorteile. Den nehme ich jetzt auf jeden Fall hier. Ja. Aber ich greife jetzt dann den auch an. Klarenburg setzen. Keine Zauber, ne? Nein. Ja, keine Zauber. Und ohne Klarenburg. Ne, mit Klarenburg. Nein, mit Klarenburg. Ich habe keine Klarenburg dabei. Ja, das ist dein Problem, wir haben es aber gesagt. Time-Pech. Hab sie gerade gesetzt, ist ein Eno-Bogis bei mir drin, also. Ja, bei mir waren 3 Loons Level 6 drin. Okay, ich versuche so viele Prozente zu holen, wie es geht, ja, also. Ja, ich auch. Es sieht sogar relativ gut aus, Dennis. Ja, bei mir auch. Also ich glaube, die leidgeilen Lappen werden gewinnen. Ja. Weil wir halt leidgeile Lappen sind. Genau. Deshalb liked auf jeden Fall das Video vom Thomas und mir. Auf jeden Fall liken, Leute. Von Rixe und Masturbator disliken natürlich. Genau, und sich darauf einen runterholen, bitte. Danke. Alter, wie geil. Klappt das, wie geil klappt das. Okay, ich hab's jetzt zu Ende, mein Angriff ist zu Ende, ich könnte nur noch den King setzen und ich... Moment, komm. Bin fertig, machen wir jetzt ohne Helden? Ja, ohne alles eigentlich, nur Klamburg und Bartsch. So. Okay. Dann sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Ich bin fertig. Okay. Ich bin immer noch nicht fertig. Ich auch noch nicht. Ja, aber ich denke, dass jetzt ich bin gleich ich fertig. Fertig bin. Okay, ich bin noch nicht fertig. Ja, dann sagt einfach, wenn ihr fertig seid und fertig. Jetzt bin ich fertig. Also, ich bin auch fertig. Okay, ja gut. Okay, sagen wir sagen, der eine sagt die Prozente aus dem Team und der andere rechnet die insgesamt zusammen oder so. Ja, egal. Sagt erstmal ihr die eure Prozente. Sagst du mir deine? Soll ich erst die hintere Zahl nennen? Es soll spannend Beide. Bleiben. Ja, oder nenn mir einfach und ich rechne dann zusammen und sag, wie viel wir insgesamt haben. Okay, ich hab 97. Okay, Alter. Oder und dann sagt einer von euch jetzt noch mal einen von die Prozente, dann noch spannender. 64%. Okay, soll ich jetzt die insgesamt von uns sagen? Ja. Ja, mach mal. 170. Ja. Mike Boss. Mike Boss, schlecht, nicht schlecht. Warum muss ich zusammenrechnen? Oh. Nee, ich gehe jetzt, Leute. Naja, das war's dann mit der Aufnahme. Ich habe 76% geholt. Ja, wir haben verloren, zusammen? Wir haben verloren. Ja, wir haben verloren. Oh, shit. Mann. Okay, Leute, das heißt, die leidgeilen Lappen haben gewonnen. Genau. Und ihr müsst dann eine Bestrafung machen. Und zwar, wollen wir das mit dem... Also, ich würde sagen, wir überlegen uns kurz eine Bestrafung. Wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir wieder, der Dennis und ich. Wir haben uns eine Bestrafung überlegt. Eine richtig geile Bestrafung. Ja, und zwar... Ihr müsst unsere Köpfe in eure Thumbnails schneiden und das eine Woche lang. Das ist so geil. Wir schicken euch nachher auf Skype die Bilder dafür. Okay. Dürfen wir die Bilder auch bearbeiten? Nein. Nein.
Wer will denn eure scheiß Fressen in den Thumbnail drin haben? Ja, das soll ja die Bestrafung sein. Ja, ihr habt verloren. Darf ich denn noch alles andere reinschreiben, zum Beispiel Burgencheck oder so? Ja klar, ja, klar, Titel, aber egal, aber unsere so Köpfe müssen halt drinne sein, ne? Und wenig, ja, also so, dass man sie auch erkennt, also ne? Also ja. Ich mach sie ganz klein rechts in der Ecke. Achso, Spaß. Okay. Sie müssen halt schon so groß sein, dass man sie halt erkennt. Sagen wir ein Achtel oder so. Ja. Okay, ja. Also jetzt würdet ihr einfach, als würdet ihr ein Gesicht reinschneiden, weißt du, dass man es halt erkennt. Ja, also, machen wir. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit der Bestrafung. Schaut bei allen anderen vorbei. Ja, schaut ja vor allem beim Rixel und Mike Boss vorbei, weil dann könnt ihr mal sehen, wie schön die Thumbnails geworden sind. Gibt mir echt Mühe dabei. Also der Link von den allen ist ganz oben in der Beschreibung. Schaut genau mal vorbei. Und ja, dann danke ich mich fürs Zuschauen und dann tschüss. Oh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye. Yo.